Wenn alle Stricke reißen, dann bist du zu dick für die Schaukel. Uah. Ein neuer, uns noch aktueller Charakter wurde ins Game eingeführt und wir wissen nicht so ganz, was genau das bedeutet. Diese alte Dame hat auf jeden Fall einen Werwolf eingesperrt. Wir werden wohl im Laufe des Let's Plays sehen, was genau es damit auf sich hat. Danach ging es auch schon mit Laura und Ryan weiter. Die beiden haben sich auf den Weg gemacht zum Grundstück der Hacketts, um Chris Hackett zu finden, um diesen ganzen Fluch ein Ende zu setzen. Und Caitlin und Dylan waren auf dem Weg, ein Auto zu finden. Let's go! Moin Freunde, mein Name ist der Umlautmann, aber ohne Umlaut. Und willkommen zu einem weiteren Part von The Quarry. Auf geht's ins nächste Kapitel. Und hier sind wir stehen geblieben. Let's go. In irgendeinem Weinkeller. Untergrund. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Hä? Hä? Unten sind Gäste? 1.44 Uhr, 23. August. Sei du leise. Alter, die beiden lieben sich aber auch anders, muss man einfach mal sagen, ne? Ja, Friendos, wir sind letztens hier stehen geblieben. Anscheinend sind wir unterm Haus von den Hacketts. Unser Ziel war es ja auch dort. Oh, yes, baby, die Herrscherin. Geil. Die nächste Tarotkarte. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Irgendwie hat mir in den Kommentaren erklärt, wie man den ganzen Bums ausspricht. Erstmal auf jeden Fall vielen lieben Dank dafür. Aber wir haben sau viel gefunden. Das ist inzwischen die dritte, die wir das nächste Mal vorlesen lassen können bei der Hexe. Von daher bin ich, ja, sehr, sehr froh, weil die wirkt immer so ein bisschen wütend auf uns, wenn wir ihr keine Karte vorbeigebracht haben. Von daher kann Mami oder die alte... Oh! Digga, kann es eigentlich noch besser werden? Das ist schon die vierte, die wir in diesem Kapitel gefunden haben. Tschüss. Shit. Jo. Armes Kind. Riesenkopf. Bobby. Wer ist Bobby? Wer ist Bobby? Meine Frage. Wer zum heiligen Bimbanius ist Bobby? Können wir uns die Cap nochmal anschauen? Na, ich glaube... Oh, da steht auch wieder Hackett oder Hackett, Hackett, je nachdem drauf. Ja, wir haben zwei Wege, Danger mit rotem Licht oder wir schauen hier nochmal vorbei, weil wir uns ja nicht zu 100% hier umgeschaut haben. Und so wie ich bisher in dem Game gelernt habe, gibt es ja wirklich sehr viel in jeder Ecke, was man irgendwie entdecken kann. Von daher sollten wir uns alles ziemlich genau anschauen. Ich glaube, wir sind heute im 14. Part um den Dreh und auf jeden Fall Dankeschön für... alle, die das Projekt verfolgen. Also dafür, dass es quasi... Ja, jetzt nicht so... Dazu kommen wir gleich. Hä? Vorsicht. Bin okay. Was wäre passiert, wenn wir ausgerutscht? Uh-oh. Das ist das Versteck! Der Officer weiß gar nicht, dass die Omi... Das kommt direkt von vorn. Werwölfe versteckt. Das ist Chris. Das ist hundertprozentig Chris, den sie schützen möchte. In der Werwolfs-, in der Vollmondnacht. Also meine Theorie. Ist das Chris Hackett? Was ist mit dem Ding? Hat wohl eine Dosis von Travis Hausmittel abgekriegt. Er wohl hier drin eingesperrt war. Ey. Vorsicht. Die Käfige stehen unter Strom. Wie ich in 24-Stunden-Streams. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma.
Nein. Gott verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was kann er denn dafür, hä? Was hast du ihr getan? Mann, die klingen gar nicht happy da oben. Absolut verständlich, warum. Laura? Laura aufhalten? Ja! Halt! Er ist es! Denk mal nach, wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das denn sonst sein? Hast dich schon mal getäuscht, vielleicht ist es Nick. Dein Freund? Wer das auch ist, geht sicher nirgendwo hin. Denk dran, wir müssen sicher sein, wie versprochen. Lass uns näher ran, um zu verstehen, was sie sagen. Ah, Mann! Hätte Laura den Werwolf erschossen, hätte ich sie nicht aufgehalten. Aber der ist auch ganz schön ruhig, muss man nicht sagen. Gott, nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast. Für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du gesagt. Oh mein Gott. Ma, was, wenn ich's gewesen wäre? Oder, Oder Bobby. Was Bobby. Dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Das ist ein bisschen sexistisch, die Aussage. Mann. Das ist ein bisschen sexistisch, die Aussage, Madame. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind und blöd. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma, gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Hä? Ja? Uh-oh. Oh nein! Ey, versteckt euch. Ey, jetzt noch eine Waffe! Ma, schick Bobby runter. Schick Bobby runter? Schick Bobby runter? Oh, wer ist Bobby? Scheiße, wir hätten den Werwolf erschießen müssen. Ja, warum sind die auch so dämlich und checken es nicht, dass sie die Klappe öffnen möchten? Warum passte niemand in diesem gottverdammten Game darauf auf? Das hatten wir auch schon am Anfang mit Ryan Dillon? Mit Ryan, der an der Tür von Chris Hackett stand und gelauscht hat. Der ist einfach nicht weggegangen. Ich glaube, jetzt bald geht vollkommen die Luzi in dem Game ab. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber safe call. Oh shit, ist es das Kapitel gewesen? Wurde Laura jetzt festgehalten von den verrückten Hausbesitzern? Oh. Yes, weiter geht's. Hast du mich vermisst? Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Ja, Alter, war das gerade gruselig, dieser Sound. Wir haben 4 Karten gesammelt, sehr nice. Die Herrscherin.
Sieh sie an. Die ganz oben fallen am tiefsten. Wie schade. Chaos-Freak, was? Da hat sie ihre Monster genährt, nur um von ihnen getötet zu werden. Besseres hat sie auch nicht verdient. Okay. Die Lebenden, die Harmonie in ihrem Zwist, beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken. Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Okay. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Interessante Theorie, Madame. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Details? Ja, sehr gerne würde ich mir alles angucken. Weiter. Nein! Du hast jetzt, genau wie immer, freie Wahl. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf. Mann, ich wollte mehr sehen. Oh, ich habe jetzt aus Versehen auf Weiter gedrückt, weil ich... Oh Mann, gibt es noch Möglichkeiten, sich das im Nachhinein reinzuziehen? Ey, das wäre jetzt super ärgerlich, wenn ich es deswegen jetzt verschissen habe. No freaking way. Nein, bitte nicht. Schon mal da gewesen? Am Schrottplatz? Nein, hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Kapitel 9. Die Matriarchin? Wie wär's, wenn wir zur Hauptstraße gehen? Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Da habe ich mich erschrocken. Lass uns weitergehen. Okay. Huf? Tja. So sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hookie McHookface. Niedergeschlagen, keiner wird mich behandeln wie vorher, positiv. Ganz ehrlich, man kann es eh nicht ändern und von daher, ey. Naja, es ist echt was Neues. Ich mach mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, ich, vielleicht sogar Ryan. Neugierig, haben wir unsere Chance verpasst? Nachsinnig, ein bisschen Zeit für mich. Neugierig? Ich war am Lagerfeuer echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Au. Ist aber am Ende auch egal, jetzt ist wenigstens klar, auf welchen Typ Ryan steht. Selbstsicher und heroisch. Augenklappe. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Sieht aber echt strange aus ohne Hand, ne? Ich frag mich, oh Scheiße. Schon ob gut. Man das verhindern ein Bewegungsmelder. Kann. Alles gut. Glaub ich. Hoffentlich. Nur Steampunk ist zurück. Ach, komm, da lang. Steampunk ist zurück. Oh shit. Ja, okay, mal schauen, ob wir auf dem Schrottplatz ein Auto finden. Langsamer! Lass mich los, du Schlampe!
Ich blass dir die Birne weg! Jetzt kommt mal alle runter. Im Dunkeln triffst du nicht, Spatz. Das ist Bobby? Hä, schieß doch jetzt. Hab dich. Ihre Hand ist weg. Schieß. Schießen. Oh nein, wir können eine Entscheidung treffen. Jetzt räche ich meine arme Kelly. Ja! Ja! Bam, Junge. Weg mit deinem Face. Die Psychotante. Verdient. Hört sofort auf. Kannst du das? Was passiert da? Was ist hier oben los? Oh. Wach auf. Wach auf. Ey, Bro, das hilft bestimmt. Komm schon. Wach auf. Wach auf. Oh. Sie ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Junge, ihr Face. Hör mal in den Kopf. Okay. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Ausweichen! Wow! Nein! Oh no, no. Vermisst! Was kann er denn dafür? Scheiße, er kann das Messer auch nicht rausziehen, weil er ansonsten verblutet. Habe ich den falschen Weg gewählt? Hätte ich das verhindern sollen? Oh shit. Oh no, 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 no. Broski, was? Ach so, lol, okay. Er ist in eine andere Etage des Hauses gelandet. Das ist super unangenehm. Wie gesagt, er darf das Messer nicht rausnehmen, weil er ansonsten verblutet. Okay. Oh Mann, so ein Dreck. Bro, du darfst es nicht rausziehen, du verblutest. Messer rausziehen? Nein, lass es drin. Bro, du verblutest, Mann. Nein, das mache ich nicht. Weg gewählt. Ich bin gespannt, ob das der richtige Weg war. Ich habe das in sehr vielen Horrorfilmen gelernt. Messer nicht rausziehen. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment schmerzhaft ist, Bro, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ein bisschen Ibuprofen. Balsam. Wundbalsam. Salbe. Und dann klappt das Ganze schon, glaube ich. Alright. Okay. Kayleys Brief. Okay, was hat Kaylee die Süße geschrieben? Boah, Gott, das war wohl jetzt sehr, sehr dramatisch. Und es war mir klar, dass sie uns beschützen sollten. Also ohne Witz, also ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, das habe ich ja auch im Let's Play bereits gesagt, dass die ominösen Typen, wir haben jetzt erfahren, dass sie zur Hackett-Familie gehören, uns im Endeffekt beschützen wollten. Die wollten uns nichts Böses bis jetzt. Und ich frage mich, hätten wir nicht A gedrückt, sondern hätten es einfach über uns ergehen lassen, wären wir gestorben? Wären wir gestorben? Hätte diese Dame uns erschossen, frage ich mich gerade. Kaylee Hacketts Bekenntnisschreiben an ihre Großmutter. Okay, was steht da drin, Meister? Hä? Ich will mir das durchlesen. Bro, dafür habe ich den Beweis gesammelt, oder? So, warte mal, Beweis. Kaylees Brief! Kann ich mir das nicht durchlesen? Aber 6 von 10 Beweisen, das ist eine sehr, sehr starke Quote, finde ich. By the way, wenn wir gerade schon mal hier sind, können wir ja mal die Wege nehmen, oder? Über dem Gesetz. Silberstückchen. Nenne deinen Preis. Verrat ist manchmal gerechtfertigt, fordert aber immer einen Preis. Nur du kannst entscheiden, ob die Oh yeah!
Das war ein Abo-Alert, aber dankeschön. Ob die Vorteile die Kosten aufwiegen. Deinen Weg ansehen. Warte mal. Abby kam Nick zu Hilfe, als er im Wald angegriffen wurde. Nick wusste zu schätzen, dass Abby versucht hatte, ihm während des Angriffs zu helfen. Abby schoss im Poolhaus auf Nick, woraufhin er durchs Fenster floh. Abby bot Laura ihr Armband an, um daraus eine Silberkugel herzustellen. Ich habe mir den Weg jetzt angeschaut, aber was bringt's mir? Den letzten beißen die Wölfe. Während du versuchst, die Nacht zu überleben, ohne in ein Blutbad zu geraten, kommt Hilfe vielleicht von einer unerwarteten Seite. Ob du sie annimmst oder nicht, liegt ganz bei dir. Ah! Oh nein! Ah! Ich hätte, glaube ich, die Hilfe hier annehmen können. Stimmt, der hat sich den Finger weggeschossen im Endeffekt, ne? Ablenkung. Waldmanns Heilkinder. Präge dir die goldenen Regeln der Jagd ein. Lenke niemals einen Jäger ab, lass ihn nicht durch das Gesehene täuschen und werd niemals zur Beute. Jacob lenkte den Jäger nicht ab. Der Jäger schüttete Jacob Blut ins Gesicht. Ryan hörte ein Rascheln im Gebüsch, schoss mit der Schrotflinte in Richtung und tötete Jacob. Ja, das haben wir... Nein! Das haben wir ja gesehen. Das haben wir im Endeffekt gesehen. Wie viele Wege haben wir? Achso, ist ja überschaubar. Da können wir ja überall reingucken, oder? So, aber was haben wir hier? Wenn nichts wagt, was ist schlimmer, als Leib und Leben zu riskieren, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen? Wenn ein Freund dich bittet, ihm zur Hand zu gehen, musst du dich mittelalterlicher Methoden bedienen. Ryan beschloss, Dylans Hand abzutrennen. Jo. Ryan trennte Dylans Hand mit der Kettensäge ab. Dylans Infektion breitete sich nicht weiter aus. Das war eine wunderbare Entscheidung. Das haben wir gehört. Besessenheit zerstört. Aber ich find's auch cool, das ist wie so eine DVD aufgebaut, die man... Nee, so eine Kassette, die man sich hier reinzieht, so eine Kassettenhülle. Besessenheit zerstört. Du kannst alles haben, was du dir je gewünscht hast, musst dafür aber alles opfern, was du je hattest. Ergreifst du die Chance? Laura schloss bei der Flucht aus ihrer Zelle nicht auf Travis. Ja, Baba. Teambuilding. Wahre Freundschaft geht bis aufs Blut. Mit Teamwork lässt sich so mancher Traum verwirklichen, doch in diesem Fall ist es ein Albtraum, der wahr wird. Dylan und Caitlin gingen zum Schrottplatz, um ein intaktes Fahrzeug zu finden. Ah, und die Wege aktualisieren sich dann. Ans Messer geliefert. Ach so, also die Wege aktualisieren sich im Laufe des Games nochmal. Ans Messer geliefert. Eine Gabe kann ein Fluch oder ein Segen sein. Je nachdem, wie man sie betrachtet. Und wenn du viel Blut verlierst und nur noch verschwommen siehst, ist es mitunter schwierig zu... Ah, das mit dem Messer ist die Entscheidung gewesen. Spiel mit dem Feuer. Was haben wir hier? Genau, das war das mit dem Feuerwerk. Abby ließ ihren Rucksack in der Küche in der Lodge zurück. Caitlin, Abby und Nick gelang es, sich in der Höhle zu verstecken, ohne dass die Kreatur sie bemerkte. Dylan wurde bei dem Versuch, die Rückkopplung zu erzeugen, von der Kreatur gebissen. Vergebliche Mühe. Ah, dank Jacobs Sabotage konnte der Minivan nicht repariert werden. Scheiße. Das war die Entscheidung am Anfang. Krass. Wie lange rückwirkend diese Entscheidungen sind. Laura sagte in dem Kopf die Wahrheit über den Unfall auf der Straße. Mhm. Laura versuchte nicht, Travis' Waffe an sich zu nehmen. Laura verpasste Travis während ihrer Flucht mit Max eine Spritze. Laura schoss Constance in den Kopf. Ja, das hätten wir nicht machen dürfen. Auf gar keinen Fall. Max war um Lauras Wohlergehen in der Gefangenschaft besorgt. Laura fühlte wegen des Absageschreibens mit Max. Laura unterstützte Max während ihrer Gefangenschaft. So, wir haben uns alles reingezogen. Mit den ganzen Wegen. Was haben wir hier? Verkohlter Sheriff-Stern. Oh! Der frühere Sheriff kam bei dem Brand vor 6 Jahren ums Leben. Das war vermutlich seiner. Travis muss sein Nachfolger sein. Ah, guck mal, das ergibt Sinn. Seit dem Feuer vor 6 Jahren benutzt Travis seine Machtposition als Sheriff, um seine Familie zu helfen, ihre Spuren zu verwischen. Krass, wie jetzt nach und nach im Laufe des Games, ne, hier alles aufgedeckt wird. Verblasste Camp aus den 90er, 70er Jahren. Chris Hackett und Travis, Digga, ich bin so los. Sie sind Brüder. Ja, das haben wir schon erfahren. Dieser Schlüssel gehört der Polizei vom Northkill. Wie kommen sie hier ins Baumhaus? Laura hat den Polizeiwagen bei ihrer Flucht gestohlen und im See versenkt. Sie muss die Schlüssel bei Max auf der Insel gelassen haben. Ah. Nee, warte, ich will mir trotzdem noch alles angucken, wenn wir schon mal hier sind. Das finde ich gerade sehr interessant, einfach im Nachhinein alles mal zu betrachten. So, was haben wir hier? Ja, wir haben leider ein paar Dinge übersehen. Oh Mann, das ist kacke. Ah, guck mal. Hallo? Betreuerverzeichnis.
Laura und Max wurden von Travis entführt. Chris hat versucht, es zu verheimlichen, indem er ihr Nichterscheinen beim Camp nicht gemeldet hat, okay? Brief an Krankenschwester. Das ergibt Sinn. Chris wusste, dass die Zeit knapp war und er wollte nicht riskieren, dass die Krankenschwester hier ist, wenn er zum Werwolf führt. Ah, also die Krankenschwester ist wichtig. Wichtiger als die Kinder, oder wie? Finde einen Weg nach draußen. Unsere aktuelle Position, Felspfad. Der Felspfad umsäumt die Schattenlichtung und lädt zu einer Wanderung entlang, okay? Also hier sind jeweils nur die neuen. Die kommt. Guck mal, wie groß die Karte ist. Crazy, wie viele es gibt, ne? So, hier haben wir auch noch ein paar Ausrufezeichen. Die Liebenden. Ja, okay, aber leider haben wir uns nicht die Filmchen reingezogen. So! Kleiner Exkurs im Hauptmenü. Ich hoffe, es war trotzdem spannend, das Ganze mal zu sehen, was wir so im Hauptmenü freischalten. Ich fand es gerade sehr... yes, der Tod. Okay, wir gucken uns trotzdem mal die Texte an. Tod, der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Backe für die Hoffnungsfrohen. Doch in diesem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Ah, das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Oder einige werden vermutlich sterben. Was passiert hier? Will ich mich verstecken? Oder was ist unsere Mission? War das ein Kackhaufen? Ich glaube ja. Wie hoch dieses Bett ist. Da muss man ja gefühlt halb hochklettern, nicht wahr? Schade, wir können nicht mehr in den Eimer gucken. Nun gut, steh wieder auf, Meister. Wir dürfen nicht allzu viel Zeit verlieren mit einem Messer. In der Rippe. Das ist nicht so ganz gesund, glaube ich zumindest. So, die Tür werden wir noch nicht benutzen. Wir wollen uns natürlich noch ein bisschen weiter umsehen. Ah, beispielsweise hier am Schrank. Was finden wir hier für wunderbare Dinge? Gar nichts? Oder was waren das für komische Spuren am Rücken? Sind das Kratzer? Ah! Kann es sein, dass hier jemand eingesperrt worden ist in diesem Schrank? Oh! Ich glaube, das soll als Hinweis gelten. Weil den Schrank kann man abschließen. Und wenn du da jemanden einsperrst, beispielsweise, keine Ahnung, ja okay, ein Werwolf würde die Tür einfach zersmashen, nicht wahr? Okay, ich glaube, draußen am Fenster scheint nichts zu sein. Hier ist ein bisschen Blut mit rausgekommen. Aber das Messer stoppt im Endeffekt die Blutung und von daher... müssen wir das Messer drin lassen. Guck mal, da war die Mom noch ein bisschen jünger. Wir haben zwei Türen, wo wir prinzipiell entlang gehen könnten. Die Tür ist zum Glück abgeschlossen, sodass wir nicht noch mehr Wege bekommen. Oh shit, man! Lauf, Junge! Tür versperren, verstecken. Tür versperren, verstecken. Verstecken! Im Schrank. Unter das Bett, in den Schrank. Unter das Bett. Schrank ist zu auffällig, glaube ich. Neben dem Kackhaufen. Ich hoffe, dass er keine Blutspur hinterlassen hat. Und sei ganz still. Shit, 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 shit. Ich muss irgendwas drücken, ich muss irgendwas drücken. Aber das Spiel laggt natürlich wie immer an so einer wichtigen Stelle. Bitte nicht. Spiel, tu mir das jetzt bitte nicht an. Come on, das Game ist gerade... Oh, was war da drin? Ach so, er hat danach geguckt, nicht wahr? Versucht er jetzt wirklich zu fliehen? Ja. Na dran, melde mich. Over. Fuck, 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 fuck. Ist er komplett dämlich? Hey.
Als ob er uns nicht gesehen hat in dem Augenblick. Oh nein. Als ob er uns nicht gesehen hat in dem Augenblick, wo wir die ganzen Türen geöffnet haben. Bitte, 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 Spiel, lade doch einmal an den wichtigen Stellen. Guck mal, jedes Mal bei irgendeiner Ladesequenz. Oh. Genau, die Tür versperren. Sehr schön, er kommt nicht durch. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! Warum ist er denn ein Wichser? Er hat niemanden umgebracht. Es war einzig und allein Laura in dem Augenblick vorhin. Come on! Was soll das denn? Hä? Okay, weiter geht's auf der Flucht. Laura, versteck dich, meine Süße. Ich bin aber auch gespannt, wie es mit Ryan weitergeht. Naja, wir sind wieder von einer wichtigen Entscheidung und... Ja, also... Oh, verstecken oder rennen? Versteck dich erstmal. Ich bin immer Team Verstecken. Keine Ahnung, ob die damit rechnen. Das Versteck finde ich actually gar nicht mal so schlecht und wir müssen wahrscheinlich wieder A drücken. Ja. Lass A los, wenn es sicher ist. Okay. So. Bobby! Bobby kommt rein. Bobby geht weiter. Bobby! Wo ist Bobby? 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 Hey, Bobby war doch im Nebenraum! Bobby, du warst im Nebenraum! Schlag Bobby! Schlag Bobby ins Gesicht! Mach ja keinen Blödsinn. Genau! Ja, ja. Nein! Scheiße, ins Bein hinein. Na toll, jetzt haben wir noch einen Krüppel mehr. War's ein Schuss, der durchging? Oder steckt die Kugel noch? Wenn der Schuss durchging, ist es ja nicht so schlimm. In Anführungszeichen. Okay, die nächste Entscheidung, die wir treffen müssen. Die nächste Entscheidung. Lauf, 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 lauf. Ja, genau so. Nicht stolpern, nicht stolpern. Immer weiter, Laura. Genau so. Wo zum heiligen Bimbanius sind wir jetzt? In welchem Abteil des Hauses? Oh shit. Freunde, ich schlage vor, damit beschäftigen wir uns im nächsten Part und bis dahin, Daumen nach oben nicht vergessen, abonniert den Umlautmann und vielen lieben Dank an die Elite Umlaut-General-Member für euren Support. Aber schreibt doch gerne in die Kommentare hinein, ja, mit den ganzen Fragen, mit denen wir uns im Part beschäftigt haben. Von daher, bis zum nächsten Mal. Cheerio!